Ja, hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge des Pokémon Strahler Diamant Let's Plays. Ich mal kurz meine Lautstärke noch runterregeln, weil das doch irgendwie ein bisschen zu laut ist. Und ich merke immer wieder, dass das Lautstärkerad nicht so funktioniert, wie es soll. Aber wofür hat man noch ein extra Rädchen am Headset? Genau, 54. Folge, wir befinden uns hier im Erholungsareal. Sind in der letzten Folge, ich wollte schon fast sagen, ins Bender-Syndikat eingebrochen, aber wir kommen ja nicht rein. Deswegen, ja, dauert das bestimmt noch ein bisschen, bis wir da auch noch ordentliche Bänder finden für unsere Pokémon. Aber jetzt geht's erstmal gen Norden auf Route 228 und dann 227 Richtung Kahlberg. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wir haben eigentlich alle Pokémon geheilt. Ich würde aber tatsächlich gerne mal... Das haben wir nämlich die ganze Zeit schon. Hier. Das Manaphy-Ei mitnehmen. Ja, einfach um es dabei zu haben. Denn auch das sollte ruhig mal schlüpfen, ja. Wieso nicht? Wieso nicht? Außerdem können wir aus Manaphy ja, glaube ich, mit Ditto als ja, Partner ein Fione erzeugen, oder? Ja. Aber kommt Zeit, kommt Rat, das dauert ein bisschen. Wir werden erstmal noch ganz schnell ja, uns dem Zizat zuwenden und dann geht es hier nach Norden. Natürlich wieder Superschutz eingesetzt, beziehungsweise Topschutz. Genau. Und zwar ganz schnell. Das Thema ist Mensch. Das Zitat stammt von Oliver Hassenkamp und lautet: Jeder ist auch nur ein Mensch. So. Dann. Ja. Düster Umhang. Düster Umhang. Wer könnte diesen Düster Umhang gebrauchen? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich will nichts Falsches sagen. Ach, Sandsturm. Oh je. Na, das kann ja was werden. Und hier, okay, gibt es auch viele, viele Möglichkeiten, mit dem Rad etwas zu erklimmen. Na, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Lassen wir uns da mal überraschen. Aber Sandsturm ist sehr blöd. Nicht wahr, Nancy? Das ist echt ungünstig. Besonders, weil die ja auch Pokémon hat, die Schaden durch den Sandsturm bekommen. Aber okay. Ist dann halt so. Da könnten wir aber vielleicht... Ich weiß nicht, ob das funktioniert... Aber da könnten wir doch eigentlich Lucario in erste Stelle stellen. Ist Typ Stahl geschützt vor Sand? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Jawohl, schön, ein Volltreffer, Dankeschön. Weil sonst vom restlichen Team her, die würden alle Schaden bekommen, ja Luxtra auch. Es ist jetzt nicht jedes Mal viel, aber es ist nervig, sagen wir es mal so. So, Janma müsste eigentlich noch Typ Flug sein, ne? Dann müsste das eigentlich reichen. Ja, stark. So wollten wir das doch auch haben. Jetzt müssen wir nämlich echt mal überlegen, wie wir hier weiterkommen. Ohne dass wir zu viel nervigen Damage einstecken müssen. Da würde ich nämlich tatsächlich wirklich mal Lucario in erste Position wechseln. Auch wenn es noch nicht unbedingt das Level hat. Aber, ja, wird schon passen, da gibt es viele Bären, hier gibt es sogar einen Doppelkampf gleich gegen zwei Pokémon Ranger, cool, ne, dann machen wir den gleich. TM37 Sandsturm, passt ja sehr gut. Aber hier müssen wir auf jeden Fall noch alles Oberirdische erkunden, aber erstmal gibt es einen schönen Doppelkampf. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Texte meistens nicht mehr vorzulesen. Ich glaube, das ist alles Christa und Oba. Nur die Namen möchte ich irgendwie, wenn ich es doch irgendwie mal nachvollziehen will. Genau, aber sonst die Texte. Wenn es jetzt nicht unbedingt wieder Champ Cynthia ist, die uns begegnet, dann ja, passt das soweit, denke ich doch. Ja, Knackleon wäre halt echt cool, würden wir das auch mal fangen hier bald. Irgendwo in der Gegend vielleicht. Ich weiß gar nicht, können wir mit Zauberschein beide angreifen? Ja, dann machen wir das. Ist vielleicht besser, auch wenn das wahrscheinlich nicht so viel Damage machen wird.
Boah, gut, so viel dazu. Ja, Aurasphäre macht gar nicht so viel Damage, ja. Ist aber auch vielleicht dem geschuldet, dass Lucario natürlich nicht so das Level hat. Sondersensor, Mal sehen, das Owei bekommt ja jetzt auch Schaden. Vielleicht reicht das ja sogar schon. Ja, danke an den Sandsturm. Aber trotzdem ist es nervig. Mal gucken, ob Lucario jetzt auch... Ah, tatsächlich, Lucario bekommt keinen Damage, weil es Typ Stahl ist. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir ruhig Aurasphäre auf Usaring. Das sollte eigentlich noch Typ Normal sein. Und Zauberschein nochmal einfach, weil es alle beide trifft. Ich glaube, das müsste noch Typ Normal sein. Okay, ja gut. Ja, ist sehr effektiv gegen Vibrava. Das ist Typ Drache mit. Und Usaring mit der Aurasphäre. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ha, doch, perfekt. Schön. Sehr schöne Kombi mit Kadabra. Kann man so weitermachen. Das passt gut, muss ich sagen. Echt. Genau, weiter geht's. Aber schön zu wissen, wenn das mit Lucario klappt. So, hier ist erstmal ein Häuschen. Da gehen wir mal rein. Ja, was ich auch erfahren habe beim Lesen, man kann wirklich rastermäßig vorwärts laufen, so wie das früher nur ging. Das geht, denn... Ach, das sind die ultimativen Attacken. Wir können das ja mal uns ansehen. Das geht eigentlich nur bei den Stotter-Pokémon, soweit ich weiß. Und zwar könnte Panferno Lohe-Kanonade erlernen. Sehe ich aber nicht ein, weil das zwar recht strong ist, aber halt glaube ich auch nur 5 AP hat oder so, ist alles nicht so das... Ich glaube, da ist unser Flammrad doch auf lange Sicht gesehen besser. Eine Wechselhülle, okay. Und zwar wirklich viele Items zu finden, ein Fläschchen Eisen. Hier oben kommen wir auch nach oben. Ja, da müssen wir halt mal echt das Fahrrad rausholen. Ich weiß gar nicht, haben wir das noch auf irgendeinen... Ja, tatsächlich. Müssen wir mal kurz gucken, wie das war. Das war doch auf irgendeinen Knopf. Nee. Ich dachte, das war bei den... Toll. Das auf keinen Fall. Dann machen wir das nochmal raus. Doch auf L. L und oben. Ach, drücke Plus. Ja, stimmt. Das haben wir vorher nicht eingesetzt. Schutz brauchen wir erstmal keinen. Wir brauchen... Oh, einen Drachenkampf. Toll. Drachen-Pokémon sind heilige Geschöpfe. Das hat mir mein Meister beigebracht. Jetzt habe ich ihn doch vorgelesen. Mensch. Den Drachenmeister und der Drachenprofi André. Garados, naja gut. Wir haben ja, ich komme gerade nicht drauf, wie die Attacke heißt. Ist es Drachenklaue? Nein. Moment, Moment, Moment. Das haben wir gleich. Das finden wir ganz schnell raus. Drachenpuls, ja. Sollte auch ein bisschen Damage machen. Ob es reicht. Hydropumpe. Na, mal sehen, ob das Lucario übersteht. Tatsächlich ja, aber einzig Gute ist, Garados bekommt halt Damage und wir nicht. Ja, aber alles andere ist halt gar nicht effektiv und ruckzuck. Ne, gut, machen wir uns nichts vor, das macht halt kaum Damage. Dann müssen wir weiter mit Drachenpuls agieren. Ja, ist jetzt eh vorbei. Hyperstrahl wird uns bestimmt besiegen. Dann nehmen wir aber Kadabra als nächstes. Lol, das hätte ich nicht gedacht. Dann könnten wir es doch schaffen. Mit zweimal Drachenpuls. Weil jetzt muss ich ja Garados ausruhen. Ich dachte eigentlich echt Hyperstrahl. Aber gut. Sollte uns besiegen, aber scheinbar dann doch nicht. Dann können wir auch jetzt Ruckzuck-Hieb machen.
Nur um sicher zu gehen, nicht, dass Garados auch so eine Attacke kann und dann greift es doch zuerst an. Mit unseren 22 KP, die wir dann noch haben irgendwo. Vielleicht jetzt 25, aber trotzdem. Turbo-Tempo, das ist eine coole Attacke. Die können wir eigentlich... Puh. Ja, doch, ich würde schon sagen, vor Ruckzuckhieb können wir die machen. Also nicht vor, sondern für Ruckzuckhieb. Turbo-Tempo ist schon cool. Das fetzt auf jeden Fall. So, mal sehen. Wir müssen hier irgendwie hoch. Na, das ist wieder die Steuerung. Eigentlich müsste ich doch, wollte schon sagen, hiermit müsste ich mich doch auch... So kann ich auch fahren, das geht so. Zack, ja, toll. Überall zertrümmern. Ja, toll. Das hat sich ja fast nicht gelohnt, wollte ich sagen, aber hier können wir noch weiter. Ja, immerhin, ein Leuchtschein. Keine Ahnung, was wir damit anfangen können. Das ist vielleicht für die Entwicklung von Pokémon wichtig. Bin ich mir jetzt aus dem Stegreif gar nicht mal so sicher, wie das war. Aber wir können ja hier hoch. Und können hier noch kämpfen gegen einen Ninja. Nee, das ist ein Wahrsager. Das ist kein Ninja-Junge. Ninja-Junge, die sind ja meistens versteckt. Oder ein Seher. Diego. Muss ich irgendwie sofort an Ice Age denken? Keine Ahnung. Diego. Schuppet. Können wir schon mal keine Normalattacken einsetzen? Das ist ja Typ Geist. Die Frage ist, was setzen wir dann ein? Kampf können wir auch nicht einsetzen, dann... Ja, bleibt uns fast nur der Drachenpuls. Hat gereicht. Stark. Kann natürlich jetzt sehr gut sein. Okay, zwirlig. Ich dachte eigentlich, dass jetzt die... Ja, das nächste Pokémon aus dieser Reihe kommt, das wäre dann Banette gewesen. Oder nein, sind die verwandt? Moment. Ist Schuppet die Vorentwicklung von Banette? Müsste ich jetzt gerade wirklich selber lügen. Weil ist das nicht... Wollte schon sagen, Fluch zieht doch die Hälfte der KP ab, damit, ich glaube, Initiative oder Angriff und Verteidigung irgendwelche Statuswerte steigen. Das hat sich jetzt damit selber besiegt. Stark. Danke, Zwirlich. Danke. Danke für deinen Einsatz. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre Fluch. Nein. So nun nicht, aber... Wollte schon sagen, wenn das hier einfach nur so ein Stein in der Gegend steht, dann muss doch hier irgendwas in der Nähe sein. Okay, dann können wir hier mal noch in das Haus rein. Oh, hier sind ganz viele wilde Tannen hier. Das können wir auch mal mitmachen. Na los. Jetzt muss ich aber gucken. Das möchte ich jetzt... Okay, so deaktivieren. Ich möchte mal so einen Schwarm. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Nein, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Das Hippoterus. Ach stimmt, wir wollen ja auch noch Knackleon fangen. Ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt. Müssen wir mal auf den Pokédex mal schauen. Okay, Flucht hat geklappt. Ich hoffe, dass es Knackleon hier gibt. Das wäre sehr schön. Müssten wir noch gucken. Das ist im Höhendex, also irgendwas mit 300. Irgendwas mit 300 müsste das sein. Schwerbewälzer, Krebuzak. Wir könnten auch suchen. Ja, Barschwar werden wir auch irgendwann mal fangen. Das ist ganz, ganz witzig, das zu fangen. Da können wir ganze Folgen damit verwenden und verschwenden vielleicht auch. Wo ist Knackleon? Oder wurde das irgendwie geändert? Wenn nicht, müssen wir direkt danach suchen. Das ist kein Problem. Das sollte ja... Jetzt sind wir eigentlich schon in der zweiten Generation. Knackleon ist doch nur aus der dritten Generation stammt. Sortieren. Können wir hier nicht mehr suchen? Pokédex-Bewertung? Lol, Pokédex wechseln? Ja, der... Da fühle ich mich jetzt ein bisschen verarscht. Wieso kann man hier nicht suchen? Ach, als ob ich mir jetzt merke, was hier... Gut, wir können das sortieren nach Alphabet. Ja, dann suchen wir halt beim K. Ach, nein, nein. Alphabetisch so. K wie Knackleon, aber was soll denn das? Wieso kann man hier nicht suchen? K, N, 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 Knackleon. So.
Ah, aber nur mit dem Pokerad da haben wir. Haben wir das schon? Das haben wir doch eigentlich bekommen vom Professor Eich, oder? Eich sage schon, Eibe. Ja, das können wir eigentlich auch gleich mal favoritisieren. Beziehungsweise eigentlich registrieren, nicht favoritisieren. Warum? Mal nach links. So, ich würde aber gerne diese wilden Tannhähe euch zeigen. Wenn wir das schaffen, ich weiß gar nicht wie. Wir müssen irgendwie mit denen zusammen prallen. Denn dann kommt so ein ganzer Schwarm. Oder auch nicht. Ich dachte... Na gut, aber das Tannhähe können wir eigentlich fangen. Müssten wir mit... vielleicht tatsächlich probieren wir mal einen Flottball. Bin mir nicht ganz sicher, auch wenn Lucario nur 3 Level höher ist, ob wir das nicht besiegen mit Kampfattacken. Vielleicht klappt's ja. Naja, okay. So viel dazu. Ja, dann probieren wir gleich den Hyperball und dann ist gut. Weil so ein Metacross am Ende wäre nicht schlecht, ja, das... Ah, wir müssen es doch schwächen, das wird sonst dauert sonst ewig. Ja, wir können ja... Wir können ja Sternhieb machen, das ist doch Typ Stahl auf Typ Stahl, oder? Was soll denn da passieren? Ja, perfekt. Machen wir vielleicht noch einen, hoffen, dass es... nicht ein Volltreffer wird oder so. Weil, klar, dann wäre es besiegt, aber... Ja, jetzt müsste der Hyperball eigentlich passen. Vielleicht haben wir jetzt auch noch ein KP. Ja, perfekt, genau ein. Danke, Lucario. Hyperball eingesetzt. Und dann können wir mit einem KP weiterreisen vielleicht. Und hoffen, dass wir ein... Verdammt, beim dritten Mal. Na gut, dann müssen wir jetzt ein anderes Pokémon einsetzen. Nützt dir nichts. Am besten eins, was... ja, lange genug aushält. Nehmen wir ruhig Panferno, ist schon okay. Und dann auf jeden Fall wieder das Lucario beleben. Aber erstmal hier weiter Hyperbälle einsetzen bis zum geht nicht mehr. Denn das Tannhähe, das können wir uns schon mal fangen. Ach... jetzt ist es gleich ausgebrochen, ne? Klar. Ja, wenn wir keinen Schaden durch Tackle bekommen, bekommen wir halt Schaden durch den Sandsturm, ne? Klar. Na, jetzt aber. Gar nicht. Nicht mal einmal. Das ist schwierig. Ich könnte es jetzt vielleicht noch mit einer Flugattacke schwächen oder so. Das könnte noch klappen bei Staraptor. Ah, vielleicht klappt so einfach jetzt endlich mal eins. Okay. Okay. Das zieht sich sehr, das ärgert mich. Ich würde eigentlich gerne die Route abschließen in dieser Folge, aber ja, das wird glaube ich nichts. Wir waren ja noch nicht mal in dem anderen Haus und vor allem möchte ich jetzt eigentlich Knackleon fangen, weil das dann am Ende ja noch ziemlich stark wird, muss man sozusagen. Und besonders, wenn das hier schon auf Level, ja, Porn 50 ist, dann entwickelt sich das natürlich auch sehr schnell. Eins, genauso wie das Tannhähe eigentlich, wenn es denn mal will. Aber es will nicht, deswegen Plan B. Wir können ja auf... Ach doch, hier Luxtra kann Tackle. Ja, aber es ist aber viele Level höher. Zukieb vielleicht. Das könnte klappen bei Staraptor. Ist 8 Level höher. Na, mal sehen. Wenn nicht, müssen wir uns halt ein neues suchen. Dass wir so lange brauchen, um ein Pokémon zu fangen. Halt Kampf. Ruckzuckieb. Mal sehen. Vielleicht reicht es, um es ordentlich zu schwächen, aber nicht. Okay. Das war klar. Ja, jetzt müssen wir wieder mal ein bisschen das Team umstellen. Beziehungsweise erstmal müssen wir wieder tatsächlich Beleber einsetzen. Auch verrückt, ja. Aber jetzt können wir auch mal die Supertränke
einsetzen, das ist sehr gut. Sind ja wirklich alle geschwächt, ja. Es ist schon halt die paar KP, die gehen noch mit einem normalen Trank. Hier auch und auch hier. So. Wir probieren es jetzt aber mal noch mit. So, mal sehen. Vielleicht reicht das ja mit dem Knackleon jetzt gleich beim... das ist ja, glaube ich, die Weiterentwicklung des Vibrava. Ich hätte gerne einen Knackleon, um die Reihe voll zu haben. Deswegen fliehen wir jetzt mal. Ach stimmt, wir müssen ja erst Schritte laufen. Ach Mensch. Alles so Sachen, auf die man sich nicht vorbereitet, wenn man das lange nicht genutzt hat. Deswegen ist eigentlich auch der Schrittzähler recht gut, um da abzuschätzen, wie viele Schritte man dafür noch gehen muss. Oh cool, ein Rizeros. Ist aber auch nicht das, was wir fangen wollen. Ich hätte gerne einen Knackleon zum Mitnehmen, bitte. Huch. Das ist doch bestimmt wieder. Ja, immer so 50 Schritte in etwa, plus minus. Naja. Wir können ja hier oben mal den Schrittzähler anmachen, dann wissen wir das auch gleich richtig. Ja, die Folge wird jetzt schon wieder überlang. So. Gut, 40 Schritte sind eigentlich nicht viel, ja, das sind, oder 50 Schritte. Wäre natürlich auch witzig, hier endlich mal ein Shiny-Puck. Ja, nee, wir probieren es jetzt nochmal mit dem Tanhell, okay? Und wenn das klappt, dann ist die Folge halt beendet. Dann probieren wir das mit dem Knacklian in der nächsten Folge. So, wir probieren, ja, wieder Sternenhieb. Und dann nochmal Sternenhieb. Wir werden ja sehen, wie viel der erste macht an Damage. Ja. Oder wir könnten auch Drachenpuls mal probieren. Aber Drachenpuls ist halt... Boah, schon recht stark so. Können ja mal schauen bei Attackeninfo. 90, 85. Ne, dann probieren wir echt mal Drachenpuls. Ja, den können wir eigentlich nochmal ausführen. Huch, nein. Erst nochmal Drachenpuls. Natürlich wieder die Hoffnung, dass es kein Crit gibt. Weil... Das ist doch jetzt aber perfekt. Ne? Das muss jetzt aber klappen. Also soweit haben wir nicht mal die Alga geschwächt. Ja, okay. Das kann gerne mit seinen... Das kann scheinbar nur Tackle, ja. Ist aber auch nicht schlimm. Spätestens, wenn sich's entwickelt. Och, was soll denn das? Werden wir doch bestimmt andere Attacken dann auch noch erlernen können. Auch rückwärtig. Es gibt ja den Attackenerinnerer. Ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht, wo der ist, aber... Ja, Google ist unser Freund oder jede andere Suchmaschine. Ja, ich frage mich nur gerade, wieso lässt sich das nicht fangen? Also das ist ja jetzt wirklich ein Witz. Das ist so sehr geschwächt. Was soll ich noch machen? Klar, ich könnte es noch paralysieren, aber eins. Das. Also das verwundert mich jetzt hier echt. Dum, 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 dum. Was soll denn das? Ist schon witzig, hm? Nicht. Absolut nicht. Weil ich sehe, wie die Minuten auf der Uhr weiter steigen und steigen. Weil wir es nicht schaffen, dieses Pokémon zu fangen. Ich weiß gar nicht, welche Bälle wir jetzt insgesamt schon wieder dafür verwendet. Ich möchte nicht sagen verschwendet, aber verwendet haben. Wäre vielleicht noch andere Bälle irgendwie... Fensterball, Tauchball, Premierball, Timer, ja. Wir nehmen einfach den Meisterball, dann hat sich's eh erledigt. Timerball lohnt sich noch nicht. Ich glaube, so viele Runden. Gut, wir können mal einen probieren, aber ich.
bezweifle das jetzt stark, dass sich das lohnt schon. Ja. Eher nicht, dass das sich jetzt schon lohnt. Ach Mensch, dann nehmen wir wieder Hyperbälle. Nützt dir nichts, weil die anderen. Ja, bringen alle halt. Bringen alle nichts. Wir müssen jetzt aufpassen. 35 Runden oder so. Und spätestens dann setzt das Verzweifler ein und dann ist es eh besiegt. Weil wenn die AP wirklich von allen Attacken auf 0 sind, dann können die Pokémon nur noch Verzweifler einsetzen. Das ist dann sowas ähnliches wie Tackle. Macht nicht viel Damage, aber gibt halt ordentlich Rückstoß. Ja, das ist dann nicht so angenehm. Also spätestens dann ist das Zahnheel auch besiegt. Aber vielleicht entscheidet es sich ja vorher endlich mal, dass es zu uns kommen möchte, Teil unseres Teams werden möchte und vielleicht nicht bloß ja in der Box vergammelt, wie viele andere Pokémon jetzt schon. Eins. Ach Mensch, Tanne, sei doch mal lieb, komm. Trau dich, der passiert ja nichts, wirklich. Wir haben jetzt bestimmt schon 20 Bälle verwendet für alle beide zusammen, oder? Könnte hinkommen, ja? Verstehe das nicht. Da können wir froh sein, dass das ja dem Sandsturm ja was entgegenbieten kann. Nicht, dass es irgendwie dadurch Schaden bekommt, weil dann wäre das Fangen ja schon längst erledigt. Dann wäre es nämlich besiegt. Ah, das besiegt unser Lokario. Klar, wir setzen dann irgendwann einen Hypertrank ein, aber das kann doch echt nicht sein, dass das sich hier nicht fangen lassen will. Was machen wir denn falsch? Ich habe halt kein Pokémon mit, was irgendwie Gesang oder sowas oder Schlafpuder oder so kann. Oder irgendeine Paralyse auswirken kann. Das ist halt, schwierig. Jetzt schon bei 27 Minuten wird diese Folge, ja? Okay. Wobei bestimmt die Hälfte der Folge mittlerweile schon aus dem Fang und Nichtfang eines Tanhels besteht. Beziehungsweise nun des zweiten Tanhels, aber aufpassen, dass ich nicht so oft irgendwie auf B drücke. Aber ne, passiert nichts. Ich dachte, wenn ich auf das B drücke, zählt das als Flucht. Nein, alles gut. Das kann nicht sein. Es ist ja auch kein Shiny oder so, wo ich sage, Mensch, wir müssen es jetzt wirklich auf Teufel komm raus fangen. Wenn ich besiege muss halt, dann gibt es es auch in der nächsten Folge, aber mich ärgert es gerade. Das ist gar nicht klappt, aber es ist halt wieder der Zufall, ja. Das ist wirklich schon so oft Tackle eingesetzt mittlerweile. Huch, ist egal wie rum. Jetzt dieser trifft. Dieser klappt. Also die treffen immer die Bälle, aber ich meine, das kann nicht sein. Wir sind ja nicht bei Pokémon Go, wo wir teilweise Bälle nicht treffen. Das wäre ja noch schlimmer hier. Stellt euch das mal vor. Wir hätten das bei einem, ja, Pokémon-Spiel, was dieser Art gestaltet ist, nicht Pokémon, also Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, das ist ja wirklich Pokémon Go ähnlich gemacht, steckt ja aber auch in Nava, wäre das bei so einem Spiel, wo man dann noch richtig werfen müsste, ja, da könnte viel schief gehen. Lässt sich ja machen mit der Switch, ist ja alles machbar, ist ja, ja, Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli 2. Wir hatten ja, glaube ich, bis jetzt noch kein einziges Mal bei diesem Zahn hier, dass wir das dreimal ja, haben im Pokéball wackeln sehen. Nehmen wir erstmal eine Kumo-Milch. Eine schöne, gesunde Milch. Irgendwann wird es Verzweifler einsetzen und dann ist es eh vorbei. Dann haben wir, keine Ahnung, 20 Bälle verschwendet. Das reicht gar nicht. Wahrscheinlich bis dahin. Eigentlich müssten sie ja in etwa 30 sein. 3-4 Runden zum Schwächen. Und dann der Rest sind dann nur noch Bälle. Und gut, okay. Jetzt einmal eine Heilung. Ja, toll. Aber es kann halt nicht sein, ne? Für einen Zahn hier. Verstehe das gerade echt nicht.
Es wird immer witziger, je mehr Bälle wir verschwenden. Ist ja nicht so, dass das auch alles wieder Poké-Dollar sind, die wir auch wieder erstmal erspielen müssen. Klar können wir die ganzen Top 4 und so nochmal erneut herausfordern. Selbst hier passiert gar nichts beim Timerball und der Kampf geht nun schon wirklich lang, gefühlt. Also wir können ja mal auch einen Superball. Probieren einfach mal den Premierball aus. Den Meisterball sicher nicht. Das wäre jetzt ein Witz, würde das jetzt funktionieren. Ja. Weil der ist ja eigentlich, glaube ich, auch nur wieder normale Pokéball. Nicht mal wieder Superball. Den kriegt man ja, sobald man 10 Pokébälle von einer Sorte kauft, das ist ja einfach nur. Ja. Ja, mal einen Superball. Naja, das bringt alles nichts. Okay, wir nehmen jetzt noch 3 Hyperbälle. Wenn das auch nicht klappt, dann besiegen wir das und dann ist es gut. Dann gibt es das halt in der nächsten Folge. Das ist mir gerade echt alles ein bisschen zu blöd. Schon so viele Hyperbälle jetzt hierfür verwendet. Jetzt kann ich wirklich sagen, verschwendet, wenn es besiegt ist, ja. Probieren wir es noch 2-mal. Und dann. Irgendwann sehe ich das ja auch nicht mehr ein, muss ich ehrlich sagen. Das kann ja nicht sein. Das bricht halt sofort aus, obwohl es wirklich geschwächt ist. Bis auf, keine Ahnung, 2-3 KP. Ja. So, letzter Versuch. Okay, weil so schön war ein noch und dann ist er wirklich gut. Dann wird es besiegt, dann ist es so, weil wir sind jetzt schon bei 32 Minuten fast. Und das ist ja alles nur ein Pokémon, was wir nicht fangen können. Es ist ja nicht mal ein legendäres. Da würde ich ja sagen, gut, okay, ich schneide das raus. Legendäre Pokémon dauern halt ein bisschen, aber jetzt ist gut. Da sehen wir auch mal Turbo-Tempo jetzt in Aktion. Zack, und fertig. Also das raubt mir gerade echt ein bisschen die Nerven, muss ich sagen. Wenn so viele Bälle verschwendet. Ach ja, na gut. So, einmal unser Lucario noch, speichern das alles nochmal schön. Dass auch die ganzen Bälle weg sind und... Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann!